Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir spielen weiter Need for Speed Most Wanted in der 2005er Version. Und ich habe in der letzten Folge, wie lange ging das Ganze, etwa 40 Minuten gebraucht, um diese dämlichen Verfolgungen hinter mich zu bringen und die Meilensteine zusammenzusammeln und hast du nicht gesehen. Naja gut, auf jeden Fall, wir können jetzt Ronnie herausfordern, was wir auch sofort tun. Wir werden einen Rundkurs fahren, einen Sprint und nochmal einen Rundkurs, damit kann ich doch leben. Hauptsache kein Drag und Hauptsache keine Cops, dann bin ich glücklich. Okay, los geht's, Leute. Ich hab vergessen, was der fährt. Warte mal, was war das? Ein Aston, gell? Jo, ein Aston. Alles klar. Warum sind da Cops im Bild? Hab ich nicht gerade was gesagt, Spiel? Hörst du mir nicht zu? Oder hängt er die jetzt ab, um dann mit uns zu fahren? Ja, so geht's auch. Alles klar, alles klar. Der ist mir sympathisch, der zerstört Cops. Wo stehen wir denn da? Hey, was ein Auftritt, oder? Edel. Okay, Leute, auf geht's. Den servieren wir doch ab, den verputzen wir doch zum Frühstück. Was war das denn? Dann nimmt er es in Kauf, in diesen Pöller zu fahren, nur damit wir in den Pöller fahren. Das ist, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Okay, wir fahren 3 Runden. Keine Ahnung, wie lang die Strecke ist. Wird schon irgendwie gehen. Jo, das war ein Taxi. Taxi stehen da gerade etwas im Weg. Okay, der war jetzt richtig Müll. Weiß ich selber, ist okay. Komm, Ronnie, lass mich in Ruhe. Der gibt ganz schön Zunder auf einmal, du. Naja, wer schnell fährt, macht schnell Fehler. Beobachten wir das Ganze mal. Alright, hier ein bisschen rum. Jo. Na, die Kurve war enger als ich dachte. Macht aber nichts. Boah, der Benz, der marschiert so vorwärts, der macht echt Laune. Ich mag ja unseren guten alten Kobalt, nach wie vor, aber der Benz hier war definitiv auch keine schlechte Wahl. Mit dem Kopfgeld müssen wir natürlich aufpassen, mit der Fahndungsstufe. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir uns vielleicht noch ein drittes Auto aufbauen werden. Und dann zwischen den 3 Autos ein bisschen zu rotieren. Immer die Fahndungsstufe unter 5 zu halten. Denn auf 5 möchte ich eigentlich nicht mehr weitermachen, solange es nicht unbedingt zwingend nötig ist. Ich werde aber ganz schön auf Kontaktsport hier. So, über die Linie, das war die erste Runde. 1,30 pro Runde oder knapp 1,40 besser gesagt, damit kann ich leben. Alles kein Problem, wir haben wieder einen guten Vorsprung rausgefahren, also so besonders fährt der Ronnie jetzt nicht. Ab und an kriegt er mal so einen Rappel und ist plötzlich wieder hinter uns und dann ist er wieder weg. Das sind die Rennen und die Kopfgeldherausforderungen und so weiter, bis man die Blacklist-Fahrer herausfordern kann, wirklich bedeutend härter als das hier, ich muss es einfach mal sagen. Ich meine, guckt euch den Kasper an, wo der steckt. Jo, Entschuldigung. War so nicht meine Absicht. Aber ist wurscht, wir sind immer noch vorne. Hey. Locker, entspannt. Alles kein Problem. Zünde ich immer wieder ein bisschen. Wir haben's ja. Wie viel Vorsprung haben wir gerade? Okay, jetzt ist auch noch hängen geblieben. Ich verstehe das nicht. Warum sind die Blacklist-Fahrer einfacher als die Rennen vorher teilweise? Okay, was war das jetzt? Hallo Spiel, darf ich bitte wieder? Danke. Das war jetzt ungünstig. Aber es ist wurscht, wir haben so verdammt viel Vorsprung inzwischen. Das ist geradezu lächerlich. Ich meine, guckt euch das doch mal an. Jetzt ist er gerade... Jetzt ist der Pfeil da gerade irgendwie rumgewankt. Ich gucke gerade gar nicht mehr, wo ich hinfahre, weil ich nur diesen Pfeil beobachte. Okay, wahrscheinlich hat er sich zurücksetzen lassen und fährt jetzt wieder durch die Gegend. Würde ich einfach mal vermuten. Ist schon drollig, oder? Ist schon drollig. So. Letzte Runde, gell? Ich habe da gerade gar nicht mehr drauf geachtet. Oh Mann, den putzen wir sowas von weg.
hier nochmal rum. Ich mache mir nur echt Sorgen um die Kopfherausforderungen, das Kopfgeld und um die Meilensteine, um zu den nächsten Backlist-Fahrern zu kommen. Ich habe keine Ahnung, wie das damals möglich war und ich habe auch keine Ahnung, wie ich das heute schaffen will. Wie gesagt, ich will mal versuchen, die Fahndungsstufe unter 5 zu halten. Vielleicht hilft das ja was. Und dafür vielleicht noch ein drittes Auto aufzubauen. Mal gucken. Aber wenn wir Herausforderungen bekommen, für die wir eventuell Stufe 5 brauchen, und ich könnte mir vorstellen, dass sowas passiert, ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, dann hätten wir auf jeden Fall ein Problem. So, wo kommt Ronny denn jetzt auf einmal her? Nee, komm. Auf die letzten Meter wirst du mich jetzt nicht überholen. Da kannst du vergessen, Junge. Nicht nachdem du dich die ganze Zeit so strunzendämlich angestellt hast. Das sehe ich nicht ein. Nein, 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 nein. Och, komm. Komm schon, Spiel. Ernsthaft? Ey, komm. Ist das jetzt dein Scheiß-Ernst-Spiel? Ey, das ist doch jetzt echt nicht wahr. Das ist doch jetzt echt nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Okay, also das Ganze nochmal von vorne. Ich bitte um Entschuldigung, aber das Spiel hat gemeint, wir müssten uns mal überschlagen. Haben wir schon zu lange nicht mehr gemacht, wurde mal wieder Zeit. Okay. Komm, dann versuche ich jetzt mal ein paar Bestzeiten hier rauszuhauen. Dann mache ich das eben zu meinem Anspruch jetzt. Okay, Ronny ist direkt hinter uns. Hat den jetzt auf einmal auch der Ehrgeiz gepackt, oder was? Ernsthaft? Okay, ich räume hier mal wieder alles ab. Aber ihr seht, wir gewinnen langsam wieder Abstand. Ich weiß nicht, wo der eben auf einmal herkam. Bin ich wirklich so tranig geworden? War ich wirklich so langsam zuletzt? Okay, ich hätte die Bremse nicht nochmal lösen sollen. Lektion gelernt, ich mache es nächstes Mal besser. Wir nehmen hier wieder den kürzeren Weg rechts rum. Hä? Was soll das denn? Das Fahrkönnen der hiesigen Taxifahrer ist auf jeden Fall auch von einem anderen Stern. Und Ronny ist gerade mal wieder direkt hinter uns. Nein, 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 nein. Och, komm. Ja, sie schaddert. Okay, mit der Stelle hatte ich vorher keine solchen Probleme. Was ist denn los auf einmal? Komm rum hier. Ja, jetzt fahr doch. Mensch. Den holen wir uns. Jetzt wartet er wieder. Klar doch. Und wieder vorne. Und diese komische Verengung da. Auf den letzten Metern vom Ziel. Die ist echt gemein. Die habe ich wohl unterschätzt. Ja, lass doch die Scheiße sein, du Affe. Mann. Hör doch auf, mir auf den Sack zu gehen. Entschuldigung, aber ist doch wahr. Wie schon gesagt, ist ja nicht so, dass mir das Spiel generell keinen Spaß machen würde. Aber manchmal hat es einfach so seine Momente. Da möchte ich es aus dem Fenster werfen und den ganzen PC gleich mit. Wisst ihr, was ich meine? Viel zu viele blinde Kurven hier. Muss ich ein bisschen vorsichtig machen. So, und jetzt kommt diese Stelle hier wieder. Apropos vorsichtig machen. So, ich weiß jetzt ungefähr, wie es geht. Ja, ungefähr ist ein bisschen viel Schräglage. Alles nochmal gut gegangen. Okay, komm. Jo, läuft. Alright, alright. Okay, wir sind immer noch vorne. Letzte Runde. Soweit waren wir schon mal. Vorne und letzte Runde. Die Kombination kommt mir irgendwie bekannt vor. Mal gucken, ob ich es dieses Mal vielleicht besser machen kann. Ich meine, ich halte mich ja nicht unbedingt für langsam oder für schlecht in dem Spiel, aber
Naja. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie weit das Ganze noch geht. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. So, hier wieder schön rumgekommen. Wunderbar. Ronny ist aber direkt hinter uns. Keine Ahnung, wie der das immer macht, aber auf einmal ist er wieder da. Ist mir aber auch wurscht. Ronny, das ist die falsche Richtung, ne? Ich sage nur. Was zur Hölle? Okay, dann darf ich aber bitte davon ausgehen, dass der jetzt nicht in der letzten Kurve urplötzlich direkt hinter uns ist, oder? Gummibandeffekt hin oder her, so schlimm wird es ja wohl nicht sein. So, komm, komm, beruhige dich, Auto. Vollgas. Fahren wir diesmal mal hier lang, einfach weil es so schön ist. Und da haben wir das. Was eine Geburt. Aber wir sind durch. Okay, nächstes ist ein Sprintrennen. Finde ich okay, Sprintrennen mag ich eigentlich ganz gerne. Pack mal's. Alright, Ronny. Ich mache sowas von fertig. Und dieses Mal im ersten Anlauf mit Ansage. Und wenn es nicht funktioniert, dann gucke ich doof. Seht ihr eh nicht. Ja, komm, komm. Wo nimmt der denn das Tempo jetzt schon wieder her? Meine Güte. Und nein, damit meine ich kein Taschentuch. Aber generell sind wir eigentlich schneller als der. Das ist nur ab und dann kriegt er so ein Gummibandrappel, zieht wieder an und zeigt uns dann wieder, wie schlecht er ist. Mehr ist es ja im Endeffekt eigentlich nicht. Aber gut, wenn es dabei bleibt, dann sollten wir das Rennen eigentlich fahren können mit ihm hinter uns bis ins Ziel. Und wenn das so sein sollte, dann wäre ich da absolut einverstanden mit. Ja, komm, ist okay. Mein kleinen Lexus durch die Gegend geschoben. Ging jetzt nicht anders. War halt ein blinder Sprung. Ich habe nicht gesehen, was dahinter war. Entschuldigt, dass ich gerade wieder ein bisschen ruhiger bin. Das erfordert ein bisschen Konzentration. Mache ich das Ganze hier nicht, ich will jetzt nicht jedes Rennen hier doppelt sehen. Das hat mein Forza oft genug, das würde ich hier ganz gerne vermeiden. So, hier aber ganz weit außen. Jetzt bitte kein Gegenverkehr, dankeschön. Echt nicht ganz einfach, sich hier durch den Verkehr zu schlängeln. Aber wir haben es geschafft. Okay. Wie viel haben wir noch? 70% sind wir jetzt. Alles klar. Uiuiui. Okay, 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 okay. Fang dich. Nitro. Komm, mach dich jetzt ab. Meine Güte. Das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist doch jetzt nicht wahr. Ich habe gerade kein Nitro mehr. Komm, mach irgendeinen Fehler. Oder lass mich sonst irgendwie durch. Jo, das langt mir als Fehler. Lass dem Kerge ja keine Lücke, sonst sticht er rein und du bist wieder hinten. So sieht's nämlich aus, ja. Jo, alles klar. Nitro haben wir keins mehr. Habe ich gerade alles verpulvert. So, da vorne ist das Ziel, dann verpulver ich jetzt nochmal. Gut, haben wir das. Sprintrennen im Sprung beendet. Das sieht doch gut aus. Und zu guter Letzt jetzt noch ein Rundstreckenrennen, das kriegen wir wohl auch gerade noch gewuppt. Okay, Leute, 2, 1, Feuer frei. Direkt am Start schon mal ein bisschen Nitro rausgehauen. Das ist aber jetzt nicht das Rennen von eben, nur rückwärts, oder? Ja, verdammt. Ja, verdammt. Das gibt's jetzt nicht. Ja, hu, hu, hui, und weiter. Nimmt
die Pace jetzt auf einmal wieder her. Komm, der hat es doch eben noch überhaupt nicht drauf gehabt. Und jetzt auf einmal... Gut, hat er eben die Zehen in die Büchse geschmissen oder was? Zwischenzeit 3:33, okay. Da vorne ist er. Hat sich selbst ein bisschen ausgebremst mit dem ganzen Krempel, durch den er gefahren ist. Und natürlich aufgrund des Gummibandeffektes, ist schon klar. Oh, was fahre ich mir denn hier gerade zusammen? Meine Güte, der gleiche Kurs rückwärts ist nun mal nicht der gleiche Kurs. Den muss man komplett neu lernen. Ja, jetzt... Ne. Wo fahre ich denn lang? Meine Güte. Okay, wo geht's hier lang? Ach so, das ist die Stelle von eben, alles klar. Der hat jetzt schon gar nicht mal am Schirm. Und wir sind durch, okay. Habe ich mal gerade kurz die Gelegenheit genutzt, mich an der Nase zu kratzen, wo ich mal eben nicht schalten musste. Okay, ab jetzt sind wir erstmal vorne und da würde ich eigentlich auch ganz gerne bleiben. Ganz gerade knallhart von innen überholt, das ist doch unglaublich. Das ist doch unglaublich. Wo nimmt der das her? Boah, okay, ich hab's vergessen. Ich hätte dran denken können. Weiter geht's. Wir sind erstmal vorne. Guck mal, ob ich es vielleicht schaffe, dass es so bleibt. Nein, natürlich nicht. Eieieiei. Boah, diese Bodenwellen hier. Also es kann wirklich sein, dass wir das hier gleich nochmal fahren müssen. Das ist ja unglaublich, wie der hier auf einmal davonzieht. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Strecke einfach noch nicht kenne. Ja, super. Immerhin sind es dieses Mal nur zwei Runden, die wir uns nochmal ansehen müssen. Da hält sich das ja noch im Rahmen. Okay, Mann. Alles klar, wir haben einen perfekten Start hinbekommen. Das war jetzt eigentlich mehr Glück als Verstand, aber hey, Hauptsache es hat funktioniert. Ey, das gibt's nicht. Komm, fahr! Jo, fliegendes Fass. Ich fasse es ja nicht. Also was der Ronnie hier abzieht, das fasse ich gerade auch nicht. Okay, mal gucken, holt er uns jetzt wieder von innen? Ja, sie schadert, natürlich macht er das. Gar kein Problem. Und anschließend brauche ich mein gesamtes Nitro, um auf der Geraden an ihm dran zu bleiben. Ja, was ist denn das hier? Was hat denn der für einen Wagen auf einmal? Hat er bis eben noch einen V10 drin gehabt und hat sich jetzt mal eben schnell zwischen Rennen den V12 da reingekauft, oder was? Ich meine, irgendwas muss es ja sein. Irgendwas stimmt hier ja nicht. Neue Reifen hat er sich auch geholt. Ich meine, guckt euch das doch mal an. Das ist doch nicht... Normal ist das doch nicht. Danke, Verkehr, dass du ausgerechnet jetzt da warst. Der Vorsprung wächst, also seiner. Meine Güte, ey. Überall Kisten auf der Strecke. Da kisst aber auch die Krise. Es kann doch nicht sein, wie der davonzieht.
Ja, genau. Komm, nochmal neu. Das kann doch echt nicht wahr sein. Und nimmt er das nur her auf einmal? Ich raff's nicht. Ja, sicher das. Okay, ist wohl irgendwie nochmal gut gegangen und du bist mir keine Hilfe, Junge. Du bist mir echt keine Hilfe. Lass mich in Ruhe. Okay, Konzentration. Konzentration. Er hat uns zur Abwechslung mal nicht in dieser Kurve überholt. Das ist ja schon mal ein Anfang. Jetzt zeitig bremsen. Jo, komm rum, komm rum. So. Ich wollte sagen, dass er gleich wieder vorne, aber irgendwie hat er sich da links ganz schön ausbremsen lassen, wie es aussieht. Ich muss jetzt auch ein bisschen mit der Bremse arbeiten auf diesem Stück hier. Nicht, dass ich hier wieder irgendwo vom Weg abkomme, irgendwo reinkrache. Denn hier habe ich viel Zeit liegen lassen, die letzten Male. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Ah, so geht das doch ganz gut klar, oder? Ronny ist inzwischen wieder rangekommen, aber er ist immer noch hinter uns. So lobe ich mir das. Bleib bloß hinter uns. Ah, hier ganz außen rum war jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Weg, aber es geht. Habt ihr gemerkt, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, in welchen Gang ich schalten sollte. Und wir fliegen mal wieder in einer aufwendigen Animation. 10 Mark für einen Grafiker, würde ein gewisser anderer YouTuber jetzt wieder sagen. Okay, um die Kurve. Und zwar möglichst so, dass er uns nicht wieder von innen überholt. Jo, wir sind rum. Gutes oben, gutes oben. Ich gebe Nitro. Hier oben jetzt wieder zeitig bremsen. Ungefähr hier. Jo, das war gut. Das war richtig gut. Und dann nehme ich jetzt auch mal seinen linken Weg, denn irgendwie ist er auf diesem linken Weg bisher immer schneller gewesen als wir, außer er ist irgendwo hängen geblieben. Oh weh, oh weh. Okay, gut. Puh, okay, weiter geht's, weiter geht's. Ach, da ist er ja schon wieder. Nein, lass die Scheiße sein, Mann. Nicht so kurz vom Ziel, lass es. Boah, meine Güte. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein Scheiß Ernst sein. Boah, okay. Ich schalte zu weit zurück im Moment. Okay, war ja doch nochmal eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wo der auf einmal das Tempo hergenommen hat. Aber gut, wir sind durch. Ich bin jetzt auch wirklich durch. Ich weiß, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, aber jetzt wirklich, wirklich. Okay, dann gucken wir mal, was wir kriegen. 2 Symbole. Komm, hau rein. Was machen wir denn da? Leistung, bitte, dankeschön. Reifen-Upgrade finde ich nicht schlecht. Dann nehme ich heute mal die 1. Kostenlos aus dem Knast. Das werden wir brauchen. Das werden wir auf jeden Fall brauchen. Okay, der nächste Gegner ist die Blacklist 2. Wir sind gar nicht mal mehr so weit weg tatsächlich. Toru Sato, genannt Bull. Na schön, er fährt einen SLR McLaren, liebt Sprintrennen, Lebenslauf. Wenn Razer nicht wäre, würde Toru vermutlich immer noch von der Blacklist träumen. Razer meint, er hätte ihn in den Griff, dabei ist die Lackierung noch das einzig serienmäßige an Torus Wagen. Er hasst Kratzer in seiner Kiste, also verpass ihm einen kleinen Schubser, wenn du kannst. Ja, werde ich gerne machen, alles kein Problem. Gucken wir uns die Kiste mal noch an. Benz gegen Benz, wenn alles glatt geht, falls unserer bis dahin nicht sogar schon beschlagnahmt ist, wir werden sehen. Na komm, zeig her die Karre. Alright. Sieht optisch jetzt wirklich nach relativ wenig aus. Rot getönte Scheiben natürlich, klar doch. Schön wie aus der Hot Wheels Spielkiste. Na gut, dann kennen wir unseren Gegner. Alles klar.
Sobald die Polizei Sichtkontakt verliert, ja, krieg das mal hin, wenn du's willst. Hallo Mia. Du hast die Top 3 geknackt. Und das, obwohl du nichts hattest, als du aus dem Knast gekommen bist. Nicht übel. Noch ein Blacklist-Fahrer und Razor gehört uns. Jo, whatever you say. Jo, und wir haben gerade gesehen, es gibt ein paar neue Upgrades, weil wir hier direkt schon mal vor Ort sind und nicht direkt einsteigen können. So, jetzt würde ich sagen, wir montieren erstmal unsere nagelneuen Extra-Reifen. Eigentlich fast eine Verschwendung, wenn wir doch wissen, dass diese Karre hier demnächst... Warum war hier das Symbol für ein neues Teil dran? Na, egal. So, nee, eigentlich fast eine Verschwendung, neue Leistungsupgrades auf dieses Auto hier zu bauen. Wenn wir doch eigentlich wissen, dass wir nur noch einen einzigen Strike brauchen, nur noch eine Verhaftung, nur noch eine Verwarnung, die Karre ist weg. So, Leistung. Hier haben wir auf jeden Fall neues Motor. Wollen wir mal. Ultimate. Wird die Kiste nochmal flotter. Okay, kostet auch nur mal eben 100.000, aber gut, soll sein. Brauchen wir ja. Getriebe haben wir schon das größte. Fahrwerk. Ah, Turbo. Sieh mal einer an. Okay, Stufe 3 und neues Wastegate. Zum Glück gar nicht teuer, der Krempel, aber wie gesagt, wir brauchen die Sachen halt. Also von daher. Gut. Kleine Probefahrt, mal gucken, wie die Karre zieht. Machen wir noch. Klingt der Kübel anders? Ich glaube ja, oder? Wir haben auf jeden Fall ein gutes Stück mehr Ladedruck. Unten rechts seht ihr es. So, Highway-Test, komm, geh weg hier. Jetzt hast du deine News. Sei mir dankbar. Okay, also ich denke mal, die Karre geht jetzt wirklich deutlich besser. Und wir haben eine Riesenmenge an zusätzlichem Geld zur Verfügung jetzt. Ich denke wirklich darüber nach, noch ein drittes Auto zu holen. Extra für die Verfolgungsjagd, damit wir da so ein bisschen alterieren können zwischen dem Kobalt, dem Benz hier und dem Dingskirchen. So, mal eben auf 320 hoch. Das wollte ich mal gemacht haben. Jetzt schnell weg, bevor die Cops tatsächlich noch kommen. Und, boah, wir haben 600.000. Ich guck mal kurz, was wir für Autos haben. Wir haben unseren Benz, wir haben den Kobalt, der war unser erster. In den müssen wir noch ein bisschen Geld reinstecken, ganz klar. Ja gut, in sowas hier müssen wir natürlich ganz viel Geld reinstecken. Lexus, Golf, Supra... Ah, der Porsche hätte vielleicht was. Ich denke mal, mit dem... Aus dem müsste sich gut was machen lassen. Das auf jeden Fall. Das Ding hier müsste man auch machen können. Warte mal. Ja, genau. Das ist, ja. Ich habe den gleichen nochmal gekauft. Aber habe ich soweit auch nichts gegen. Ich meine, ich hätte in der Optik von diesen Autos hier sowieso nichts gemacht, denke ich mal. Muss man erstmal anfangen, die Aufkleber abzukratzen, die Dinger umsprühen... Neue Felgen kaufen, das ganze Bodykit, das hier bearbeitet ist, nochmal neu bearbeiten. Wer macht denn sowas? So eine Karre wird dann erstmal so weitergefahren, wie sie ist. Und weil ich das nicht wollte, haben wir uns den neuen Wagen geholt. Ja, Jod, wie machen wir's? Ich guck mal gerade beim Händler vorbei. Nee, warte mal, jetzt bin ich aus der Karriere raus. Was mache ich denn da? Ich bin so durch gerade. Hier, freie Fahrt. Da wollte ich hin. Dann gucken wir auf die Karte. Müssen wir es überhaupt? Da sind wir und ich glaube, ich möchte hier hin. Autohändler, ja. Alles da, fahren wir. Okay, Pfeil, das hätte auch ein bisschen eher kommen können. Ich hätte immer noch Bock auf ein ganz bestimmtes Auto. Das müssten wir jetzt freigeschaltet haben.
will mal sehen, was das Ding kostet. Okay, ich denke mal, da gehen wir am besten direkt nach links. Okay, wenn der hier frei ist, dann ist, glaube ich, alles frei. Kostet 180.000 Carrera GT. Meine ich aber nicht. SLR McLaren, das wird unser nächster Gegner sein. Meine ich aber auch nicht. Ford GT, meine ich nicht. Murcielago, da ist er. Auf den hätte ich Bock. Und den könnten wir uns leisten. Was meint ihr? Sollen wir den nehmen? Kaufen und aufbauen? Wisst ihr was? Ich kaufe den jetzt einfach. Hallo, darf ich hier bitte mal wechseln? Darf ich nicht. Darf ich mit der Maus auch nicht. Gut, dann muss ich den wohl jetzt fahren. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht ging, warum ich nicht wechseln durfte, aber ja, ist halt so. Ja, Leute. Einer der wenigen Supersportwagen, an denen ich richtig, richtig gefallen finde. Und ich kann meinen Finger nicht drauflegen, ich weiß nicht warum, aber irgendwie gefällt mir die Hütte verdammt gut. Da haben wir einfach mal eben so 200 drauf, alles klar. Getuned haben wir noch nichts, die Karre ist gerade neu. Wie viele Gänge haben wir? 6 Stück, alles klar. Jetzt aber die Karre bauen wir uns auf jeden Fall auf. Die Karre bauen wir uns auf jeden Fall auf. Aber ich denke mal, bis zum nächsten Mal, nur mal für die weitere Planung. Ich stelle mir das jetzt so vor, wir gehen mal hier auf die Rennen. Hier gibt es ja einige Rennen mit Kopprisiko minimal und ein paar mit Kopprisiko maximal. Im Moment sind das hier 1, 2, 3, 4. 4 mal 3 sind 12 Rennen, die wir zur Verfügung haben. 8 davon muss ich fahren. 9 davon sind mit Kopprisiko minimum. Dann fahre ich die 9 offscreen. Und die mit dem hohen Kopprisiko, die fahren wir gemeinsam, weil wir dabei sehr wahrscheinlich den Kopf über den Weg laufen werden. Und wie gesagt, was das angeht, würde ich euch gerne mitnehmen. Wie viel Kopfgeld brauchen wir? 7 Millionen. Ja, leck mich doch am Arsch. Okay, bis dahin sollten wir den Kobalt und den Murcielago auf jeden Fall aufbauen. Ich guck mal kurz, wie viel bringt denn ein Rennsieg? 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, ja. Also ich glaube, wenn wir hiermit durch sind, die Rennen lassen sich auch doppelt und dreifach fahren. Dann denke ich mal, werde ich offscreen ein bisschen Geld sammeln. Die ganzen Rennen hier fahren, die Kopprisiko minimal sind. Und ich denke mal, zum Tunen nehme ich euch dann auf jeden Fall wieder mit. Und zu den Rennen mit dem hohen Kopprisiko. Und dann gucken wir mal, ob wir das Spiel nicht vielleicht sogar doch noch geschlagen kriegen. Vielleicht kriegen wir es ja gebacken. Ich weiß noch nicht wie, ich sehe das noch nicht. Vor allem, wenn wir auf Stufe 5 kommen, sind wir einfach am Sack. Das wird absolute Materialschlacht mit den Cops. Ich denke mal, die werden die Autos immer wieder verwahren, vielleicht sogar einziehen. Dann werden die immer wieder neue Autos uns hinterher schmeißen. Wir werden neue Autos kaufen, denen hinterher schmeißen. Und irgendwie so könnte ich mir vorstellen, dass das wird. Vielleicht wird es auch gar nicht so schlimm. Vielleicht male ich mir das gerade viel schlimmer aus, als es wird. Aber, na gut, wir werden sehen. Also auf jeden Fall in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Daumen wäre nett, Abo, falls noch nicht geschehen, wäre auch ganz nett. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge, wenn ich hier ein paar Rennen gesehen habe und wenn ich ein paar Rennen gefahren habe, meine ich. Und ich denke mal, wenn ich bis dahin noch dran denke, dann sehen wir uns zum Tuning des Kobalt und des Murcielago. Also bis dahin, ciao, euer Kerge.